Wir können nur noch Archivare sein für eine verlorene Zukunft. Wir betrachten unsere Gefühle, unsere Ängste mit einem zynischen, mit einem destruktiven Realismus. Ja, so möchte ich das ausdrücken. Lorenz Lorenz, Autor und Schriftsteller. Rabe Perplexum, die radikale Performance-Künstlerin. Oder FSK, die freiwillige Selbstkontrolle. Neue Deutsche Welle aus München, abseits von Münchner Freiheit und der Spider-Murphy-Gang. Die aktuelle Ausstellung Pop, Punk, Politik in der Monazensia zeigt weniger das Establishment in München der 1980er Jahre. Im Mittelpunkt steht vielmehr die kreative Subkultur. Die Ausstellung konzentriert sich jetzt nicht auf die, sage ich mal, Erfolge oder erfolgreichen Autoren, Autorinnen, die dann im Buchmarkt reüsieren, die werden auch gezeigt, die sind auf den Regalen, sind die Bücher, die bei Suhrkamp erschienen sind, zum Beispiel zu sehen, sondern wir schauen sehr tief drunter nach, in der Subkultur, was waren eigentlich so die Verbindungen, was waren die Ideen, die da geboren worden sind, ganz unabhängig davon, ob die später erfolgreich wurden oder nicht. Die Punk-Szene traf sich am Marienplatz, aber auch im Milb in Milbertshofen, im Café Größenwahn oder im Lipstick. Fotos, Videos, Radiomanuskripte, Texte und Fanzines geben Einblick in den Zeitgeist der Kreativposten von damals. Also wenn wir heute an die 80er Jahre denken, dann denken wir natürlich immer an das, was im Marketing dann überdauert hat, weil da sitzen halt die, die das Geld verwalten. Wir schauen uns in der Ausstellung eher diejenigen an, die damals künstlerische Produktion gemacht haben, die sogenannten Pogo-Gruppen, zum Beispiel haben wir hier einen sehr schönen Sampler, den es übrigens bis heute zu kaufen gibt, Reifenwechsel leicht gemacht, mit einer ganzen Reihe von Bands, die damals aktiv waren. Also wir schauen uns eher die tatsächliche Kulturproduktion an und nicht das, was später dann bei den Major Labels oder bei der Industrie als verwertbar galt. Pop, Punk, Politik, die 1980er Jahre in München. Die Ausstellung wurde nun bis zum 31. März verlängert. Ein Besuch lohnt sich in der Monazensia, Maria-Theresia-Straße 23 in Bogenhausen.